Ohayou gozaimasu. Guten Morgen aus Makimuku, dem Ort, an dem die ersten Kaiser in Japan gewirkt haben. Aus archäologischer Sicht ein super, super interessanter Ort. Und wir machen uns heute auf den Weg, ein bisschen in Richtung Berge, an den Ort, an dem in Japan das erste Mal Sumo stattgefunden haben soll. Und das schon vor über 2000 Jahren, Leute. Das werden wir uns ganz genau angucken. Und was noch interessanter ist, man kann sogar eventuell davon ausgehen, dass Sumo gar nicht ursprünglich aus Japan kommt. Was damit auf sich hat, das werde ich euch gleich auch erzählen. Wunderschönes Wetter. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal auf den Weg ein wenig in die Berge zu dem Ort, an dem alles begann. Ihr habt es vielleicht schon ein bisschen bemerkt, Makimuku ist ziemlich, ziemlich ländlich. Wir waren hier auch schon mal in einem Vlog, als wir das Hashiaka Kofun besucht haben. Es gibt super viele Leute, die hier auf den Feldern arbeiten, die Felder bestücken, was weiß ich nicht alles. Es ist also super ländlich und man merkt nichts davon, dass hier vor ungefähr 2000 Jahren mal ein heftiges Zentrum war und die Kaiser hier tätig waren und hier das Leben in Japan sozusagen hauptsächlich stattgefunden hat. Da merkt man nichts mehr von. Ein Problem sind aber auch diese Felder, denn die behindern natürlich auch archäologische Ausgrabungen und alles. Und unter den Feldern kann sich eine ganze Menge befinden, was man bisher noch nicht entdeckt hat. Das weiß man nicht. Es wird auch nicht wirklich was gemacht, weil die Leute eben ihren Reis und was weiß ich nicht da auf diesen Feldern anbauen. Also Makimuku, ziemlich ländlich. Die Bahn kommt auch irgendwie nur eine Stunde, jede Stunde einmal oder jede halbe. Also muss man schon ein bisschen planen. Aber es ist definitiv ein Ort, der sich lohnt und an dem man Japan richtig kennenlernen kann. Hier stehe ich jetzt am Ort, an dem alles begann mit dem Sumo. Im Hintergrund eine wunderschöne Statue. Das hier ist der Sumo Jinja, Leute. Und dieser Jinja, dieser Schrein, befindet sich an dem Ort, an dem das erste Mal Sumo vor einem japanischen Kaiser ausgetragen worden ist, offiziell. Und das war im 7. Jahr des Suinin Tenno, so nennt man ihn. Das ist der 11. Kaiser Japans gewesen. Das müsste so kurz vor Christus gewesen sein. Und da hat der sogenannte Nomino Sukune gegen jemanden gekämpft, dessen Namen ich mir nie merken kann. Ja? Ich schreibe es euch hier unten rein. Und dieser Nomino Sukune, der hat gewonnen. Und das Sumo, was früher, also was vor 2000 Jahren gemacht worden ist, das soll wohl auch ein bisschen anders gewesen sein, als das, was wir heute kennen. Sondern es soll ziemlich brutal gewesen sein, fast schon so ein bisschen Kickbox-Art mäßig. Und am Ende ist auch in der Regel jemand gestorben. Also man hat gekämpft, bis jemand stirbt und der andere wirklich richtig gewinnt. Das sagen zumindest die Aufzeichnungen. Jetzt wird das Ganze aber richtig interessant, Leute. Und zwar dieser Nomino Sukune, der wurde extra aus Izumo gerufen, weil der andere, gegen den er gekämpft hat, hat gesagt, ja, ich brauche einen Gegner, was ist da los? Ne, hier, niemand kann mir das Wasser reichen. Und der Tenno hat dann gesagt, jo, haben wir nicht jemanden, der den klatschen kann? Und dann wurde dieser Nomino Sukune aus dem Land Izumo gerufen, weil er als besonders stark gilt. Der hat gesagt, jo, ich mache den kaputt. Hat er ihn natürlich am Ende auch kaputt gemacht.
Aber der gehörte oder der gilt als ein Nachfahre einer Familie, die ziemlich mächtig waren zu dieser Zeit und die vor allem auch die Kohuns gebaut haben. Also die Schlüssellochgräber. Zu dieser Familie gehörte der. Was wir über die Familien wissen, die die Schlüssellochgräber unter anderem gebaut haben, da gehört auch die sogenannte Hattachi zu, den Großteil der Schreine und Gebäude in Kyoto gebaut haben früher. Wir wissen, dass die wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht aus Japan direkt stammen, sondern dass die aus dem Ausland gekommen sind. Da gibt es jetzt die verschiedensten Theorien. Was man relativ gut weiß, ist, dass sie irgendwo aus dem heutigen Kasachstan über die koreanische Halbinsel nach Japan gekommen sind. Und eine Theorie ist unter anderem, habe ich euch auch schon mal erzählt, dass das Juden waren, die von da aus gekommen sind. Oder zumindest Leute aus dem Mittelmeerraum. Und was jetzt auch interessant ist, man hat Statuen aus Mesopotamien von vor 4600 Jahren gefunden, die Figuren abbilden, die sowas ähnliches wie Sumo machen. Beziehungsweise es sieht ziemlich genauso aus wie das, was Sumo-Ringer machen, was hier in Japan auch heute noch gemacht wird. Und die haben auch diese Fundoshi an, so könnte man sagen. Und was man auch gefunden hat, man hat Vasen aus Izumo gefunden, die Ähnliches darstellen. Sodass man eventuell das Argument aufmachen könnte, dass Sumo eigentlich etwas ist, was aus Mesopotamien, aus dem Mittelmeerraum, über die Seidenstraße nach Japan reingekommen ist. Jetzt denkt ihr euch, okay, aber wo soll das denn da genau herkommen? Und dann gibt es dann Leute, die Vergleiche zur Bibel ziehen. Und zwar gibt es im Alten Testament irgendwo in der Bibel die Geschichte vom Jakob, der gegen den Engel gekämpft hat. Und zwar so Sumo-mäßig soll das abgelaufen sein. Und der Engel hat dann irgendwann gesagt, ja, ich kann gegen ihn nicht gewinnen und deswegen, jo, nennen das Land Israel. So ungefähr. Die Leute von euch, die die Bibel kennen, die werden das noch ausführlicher, können da in die Kommentare schreiben. Ich kann jetzt auch nicht alles im absoluten Detail erzählen. Auf jeden Fall ist seitdem dieser Kampf von Jakob mit dem Engel im Judentum wohl auch etwas ziemlich Wichtiges. Und das Sumo hier in Japan ist super, super streng und stark verknüpft mit dem Shintoismus. Wenn ihr mal Sumo gesehen habt im Fernsehen, dann wird euch aufgefallen sein, die haben hier diese Fundoshi an und das sieht ein bisschen aus wie ein Seil. Und es gibt auch Holzschnitte, wo die wirklich so ein Seil haben. Seile sehen wir überall in Schreinen, die heißen Shimenawa auf Japanisch. Und die trennen die normale Welt sozusagen von der göttlichen Welt ab. Die sagen, jo, wenn ihr hier hinter dieses Seil geht, dort befindet sich etwas Göttliches. Das ist auch der Grund dafür, weshalb an Bäumen oft diese Shimenawa sind, weil Bäume etwas Heiliges im Shintoismus sind. Und im Sumo unten der Ring hat ebenfalls, ist von so einem Shimenawa abgetrennt vom Rest des Bodens. Und die Sumo-Ringer machen Sumo in diesem Ring. Das heißt, in dem heiligen Ring. Auch wird in Japan schon seit jeher gesagt, dass Sumo etwas ist, was man mit den Göttern macht, was mit den Göttern zu tun hat. Es gibt in einigen Schreinen auch Feste, in denen Sumo praktiziert wird auf diesen Festen. Hier im Schrein im Hintergrund sehen wir auch, das ist ein Ort, an dem man Sumo machen kann. Ne, da kann man Stand ran, kann die Schule das auch benutzen, wenn sie möchte, muss man dann mit dem Schrein absprechen und so. Aber hier kann man theoretisch auch Sumo machen. Was ich auch interessant fand, ich habe nämlich letztens noch Sumo im Fernsehen gesehen, da lief es wieder. Über dem Ring befindet sich ein Dach und dieses Dach ist in der Regel auch ein shintoistisches Dach, sogar mit den Querbalken für den Rang der Götter. Der Schiedsrichter, ich weiß gar nicht, ob es da noch einen speziellen Namen für geht, aber der Typ, der guckt, ob alles nach Regel läuft, der hat auch eine sehr shintoistische Kleidung an. Shintoistisches Gewand, könnte man fast sagen. Und das Salz ist natürlich sehr wichtig beim Sumo. Ne? Die werfen immer Salz in den Ring. Salz soll reinigen. Im Shintoismus steht das auch für Reinigung. In den Schreinen in der Regel wird auch heiliges Salz, so könnte man sagen, verkauft, was die Leute dann zum Beispiel, nachdem jemand gestorben ist, die Gastfamilie hat das gemacht, die hat in einem Pflegeheim gearbeitet und wenn dort jemand verstorben ist und sie musste in der Nacht schnell weg, ist sie morgens wiedergekommen und hat geschrien nach oben, da wo ich geschlafen habe, Kevin, komm runter, wirf Salz auf mich, hat sie geschrien. Ich denke, was ist denn mit ihr los? Aber dieses Salz soll einen reinigen von bösen Geistern, Einflüssen und so weiter und so fort. Und das ist wohl auch eine Sache, die im Judentum auch ziemlich wichtig ist, dieses Salz. Wir sehen hier also eine ganze Menge Parallelen natürlich. Und es ist super interessant, wie ich finde, dass Sumo was mit dem Shintoismus und den Göttern zu tun hat. Und niemand weiß eigentlich so ganz genau, warum. Sondern das Einzige, was man weiß, das erste Mal, dass es offiziell in Japan abgehalten worden ist, also Sumo, ist hier an diesem Ort in Nara vor dem Kaiser, ganz offiziell. Und dieser Nomino Sukune, der hat es gewonnen. Und seitdem hat sich Sumo auch verbreitet in Japan. Man sieht im Übrigen auch entlang der Seidenstraße in den verschiedenen Ländern, da gibt es verschiedene Ausprägungen vom Sumo. Ist natürlich die Frage, sind diese Ausprägungen erst zustande gekommen, seitdem es das in Japan gibt und von Japan ausgegangen? Oder ist es wirklich so, dass von Mesopotamien irgendwie rüber über die Seidenstraße nach Japan gelangt ist? Das ist natürlich eine Sache, die muss man vielleicht irgendwann noch herausfinden durch nähere Ausgrabungen und was weiß ich und was. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Aber ich fand die Theorie oder die Geschichte super interessant und deswegen wollte ich die mit euch natürlich auch mal teilen. Jetzt habe ich schon wieder viel zu lange erzählt, aber ich hoffe, es war informativ für euch. Und wir machen uns jetzt noch auf den Weg zum Hauptteil. Also der Schrein hat wohl noch einen anderen Hauptteil und da wollen wir auch nochmal hingehen.
das war jetzt ein Schrein, der noch ein bisschen weiter oben war. Der soll irgendwie noch zusammenhängen mit dem Sumo Jinja, in dem wir ja gerade eben waren. Den genauen Zusammenhang weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber was ich gelesen habe, ist, dass die irgendwie zusammenhängen soll, ja. Wann dieser Sumo Jinja gegründet worden ist, das konnte ich auch nicht so richtig rausfinden. Es gibt leider auch nicht so wahnsinnig viele Informationen über den. Also alles ein bisschen geheimnisvoll. Jetzt gehen wir mal gucken, was Makimuku hier noch so zu bieten hat. Hier im Hintergrund haben wir jetzt ein paar Felder, würdet ihr sagen. Hier steht aber ein Schild, hier soll der Kaiser Keiko, das ist der 12. Tenno, der 12. Kaiser Japans gewesen, hier soll er seinen Palast gehabt haben und von hier aus das Land regiert haben sozusagen. Und hier soll auch dann der Yamato Takedo gewirkt haben, was ein ganz heftiger Typ war, der hinterher des Rest des Landes so ein bisschen unterworfen hat, könnte man sagen. Er hat seinen eigenen Bruder umgebracht, also das war ein heftiger Typ. Das Problem ist, ihr seht, hier sind Felder, hier werden nicht Ausgrabungen gemacht, man weiß es nicht so genau. Es steht auch auf der Tafel, auf Japanisch steht ein Fragezeichen da. Man geht davon aus, dass es hier war, man weiß es aber nicht 100%, weil eben bei diesem Makimuku Iseki, so nennt man das, also diese Ausgrabungsstätte hier, nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz überhaupt bisher richtig untersucht und ausgegraben worden ist. Auf der einen Seite fehlt wahrscheinlich das Geld, auf der anderen Seite sind diese Grundstücke natürlich auch in privater Hand jetzt mittlerweile. Da kann man natürlich auch nicht einfach sagen, jo, scheiß auf deine Reisfelder, ich gehe jetzt den Palast vom Tenno Keiko finden. Das geht natürlich leider auch nicht. Aber super interessant. Also Makimuku, wenn ihr euch so ein bisschen fürs alte Japan interessiert, kann ich euch den Bahnhof hier wirklich nur empfehlen, weil drumherum, es gibt so unfassbar viel zu sehen für ein bisschen Geschichtsinteressierte. Wir machen uns jetzt auch auf den Weg. Ich habe mal geguckt in die Richtung von einem Kofun wieder. Hier gibt es überall Kofuns. Alles ist voll mit Kofuns, Leute. Also das ist wirklich ein super schöner Ort. Und was auch ganz toll ist, habt ihr eben am Anfang auch ein bisschen gesehen, man hat noch so dieses alte, traditionelle Japan ist ein bisschen da geblieben. Man hat viele alte Gebäude, die wirklich, also das stelle ich mir unter traditionellem Japan vor. Und das finde ich auch ganz schön von der Atmosphäre her einfach und was man so sehen kann. Hier im Hintergrund, Leute, seht ihr jetzt das Sujin Tenno-Dō, das Kofun, also Schlüssellochgrab, was zum Kaiser Sujin gehören soll, der 10. Kaiser Japans war. Aber ich habe euch ja schon mal erzählt, dass der wahrscheinlich der Jimmu Tenno war, also der eigentliche Erste, weil der eigentliche Erste, der als Jimmu Tenno gilt, der Nigihai no Mikoto war. Also es ist ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall soll das hier das Grab sein. Es gibt nur ein Riesenproblem. Man vermutet, dass das gar nicht wirklich sein Grab ist, sondern dass der Sujin Tenno im Hashihaka Kofun liegt, wo laut Legende die verschiedensten Leute jetzt liegen sollen, eine Tochter von einem Tenno. Aber, und das finde ich auch interessant, als ich hier angekommen bin, am Bahnhof in Makimuku, habe ich so ein Touristenschild gesehen. Und dort stand, das hier ist der Ort, an dem die Prinzessin Königin Himiko gelebt hat und gewirkt hat. Das ist eine legendäre Königin Japans, die erste Königin Japans, so sagt man. Das Problem ist nur, es gibt keinerlei Beweise.
Reise für sie in Japan. Und wenn sie hier gewirkt haben sollen, müsste man ja irgendeinen Schrein finden, der sie verehrt oder sonst irgendwas. Gibt's alles nicht. Es gibt nur ein chinesisches Schriftstück, in dem das erzählt wird. Und das glauben einige. Und fürs Marketing, ne, für Touristen ist natürlich auch gut, weil Himiko auch immer mal wieder in Spielen verwendet wird und so. Und deswegen wird das verwendet. Aber es gibt halt keinerlei Beweise für die. Nichts. Null. Man hat gar nichts gefunden. Deswegen gehe ich persönlich auch davon aus, dass sie einfach niemals gab, sondern die Chinesen da was weiß ich was im Schriftstück erklärt haben oder beschrieben haben. Aber man müsste halt irgendwo was finden, wenn es sie gegeben haben sollte. Also das hier ist aber offiziell, weil das Ministerium schreibt halt immer hin, ja, das Grab gehört zu dem und das gehört zu dem. Obwohl sie es auch gar nicht richtig wissen, weil die Gräber nicht aufgemacht werden, nicht archäologisch genauer untersucht werden, sodass man am Ende nicht weiß, wer genau da drin liegt. Meine Neugier ist natürlich geweckt. Ich würde natürlich super gerne wissen, wer da genau drin liegt. Aber ich werde es wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr herausfinden. Jetzt bin ich ganz woanders, Leute. Oben auf dem Grab, ne, kam so ein Japaner mit seiner koreanischen Frau, die aber sehr, sehr gut Japanisch sprechen konnte. Und die haben so gefragt, ja, machst du YouTube und so? Ich so, ja, ich mach YouTube, weil die gesehen haben, dass ich aufgenommen habe, ne. Und der Typ macht wohl irgendwie einen Blog und hat mir erzählt, dass sie einen Campingcar gekauft haben vor 4 Monaten und seitdem von Kyushu aus, von Okinawa aus, ganz Japan irgendwie bereisen und meinen, ja, da ist auch ein interessanter Schrein und da ist auch mega gut. Also die haben mir mega viele interessante Orte empfohlen. Die waren richtig nett, die beiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig interessantes Gespräch. Hat man halt auch manchmal so interessante Gespräche mit Leuten und der Typ hat mich mega gelobt für meine Legenden- und Mythenkenntnisse. Er meinte, boah, Junge, du lernst ja richtig heftig. Ich so, ah, so heftig jetzt auch nicht, aber er meinte so zu seiner Frau hier, ja, muss man ein Beispiel an dem nehmen. Mal besser die Mythen und Legenden hier lernen, weil die Frau interessiert sich wohl eher für so moderne Geschichten und nicht so für die alten Geschichten. Ich weiß auch nicht. War auf jeden Fall sehr gut. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Bahnhof, Leute. Noch ungefähr 10 Minuten, dann kommt die nächste Bahn. Hier kommt ja wieder immer nur alle halbe Stunde eine Bahn. Ist halt mitten auf dem Land. War auf jeden Fall sehr schön. Ich kann euch den Ort hier nur empfehlen. Kommt hier auf jeden Fall hin. Und jetzt wisst ihr auch die Geschichte vom Sumo und warum Sumo eventuell gar nicht so japanisch ist. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Kommt nach Makimuku und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.